Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Supermarkt-Simulator-Folge. Das hier ist Teil 2 von der gestrigen Folge. Ich musste das Ganze ja ein bisschen aufteilen. Wir haben jetzt einfach mittlerweile schon wieder 12:30. Ich bin todmüde. Heute war ein sehr langer Tag. Aber ich wollte euch das VOD natürlich noch eben fertig machen, so dass ihr es natürlich auch heute um 12 Uhr schön am Sonntag auch nachgucken könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz kurzer Disclaimer nebenbei. Wir sind gerade mitten im Gespräch über Jobs und andere Thematiken. Heißt also, wundere dich nicht, wenn wir einfach von Themen zu Themen springen, so ist es eigentlich immer bei uns im Livestream. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Supermarkt-Simulator. Und falls du dir selber Videospiele kaufen möchtest und mich kostenlos supporten willst, gerne über meinen Link in der Beschreibung bei Instant Gaming shoppen gehen. Du kannst viel Geld sparen, egal ob bei PlayStation-Guthaben, PC-Spielen, Steam-Guthaben, Switch-Spielen, Switch-Guthaben. Es ist so viel! Ich brauche mehr Geld! Also ich stelle den ganzen Tag Briefe und Pakete zu, gibt nichts Geileres für mich, für andere ist der Beruf, aber nichts. Jeder ist halt unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Aber ich muss sagen, ich find Postbote oder auch, ich sag mal so, Briefträger oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, finde ich tatsächlich aber auch noch okay. Also finde ich sogar irgendwie noch interessant auch. Auch so, dass ich es mir selber irgendwie vorstellen könnte, sage ich jetzt mal. Ja, also finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber ist natürlich, glaube ich, auch ein sehr anstrengender Beruf generell halt, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das so ist als Briefträger oder so. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen entspannter vor, als jetzt zum Beispiel halt eben für Amazon Pakete auszuliefern oder so. Ne? Ich glaube, das ist schon ziemlich krass, oder? Wir hatten da ja letztens unseren coolen Amazon-Lieferanten, hatten wir uns ja angeguckt. Kleine Reaction gemacht. Und das ist halt schon nochmal echt so eine ganz andere Liga an Stress, ne? Irgendwie. Also meistens bekommt man das mit, da ein Polizist meist mit der Wohnung in der Wohnung ist und vorher nach Urkunden, Wertgegenständen und so weiter sucht. Okay, und nur das kontaminierte Zeugs wird entsorgt. Okay, okay. Alter, unsere Regale sind einfach leer. Cool. Also eigentlich nicht cool. Aber eigentlich auch wiederum doch cool, weil wir haben sehr viel verkauft. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, kaufen die Leute mehr ein? So, dann lass mal ganz kurz gucken. Verwaltung. Wie ging das jetzt nochmal? Preisgestaltung. Okay. Kann ich hier Display, Fridge, Category, aktuelle Kosten, Marktpreis. Okay, aber ich kann hier nicht sehen, ob die gerade runtergesetzt worden sind, oder? Oder was sehe ich das jetzt gerade? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ich hätte... Ah, doch, hier, doch. Oh, cool. Doch, genau das, so habe ich mir das gewünscht. Genau so. Okay, das ist natürlich dann sehr cool. Das gefällt mir. Okay, was ist noch runtergegangen im Preis? Hier ist noch was hochgegangen. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr für verlangen. Boah, das macht es so viel einfacher. Ich finde das richtig geil, Mann. Also das ist ja wirklich unnormal, wie viel einfacher es macht, das Ganze zu managen. Geil. Das ist so wichtig, dass man das sieht. Es ist unnormal wichtig. Leider momentan nicht oft dabei. Viel los bei mir, aber denke oft an euch und manchmal auch nur zum Zuhören dabei. Mulm-Kose-Mulm-Mulm-L. Saskia, viel lieber an dich. Mach dir keinen Stress, ich hoffe, dass es dir soweit gut geht und einfach nur Dankeschön, dass du trotzdem einfach seit 16 Monaten hier subst. Das ist sehr krass. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ein Küsschen geht raus, Dankeschön. Also meistens ist das gemischt bei DHL, Briefe und Pakete. Ah, okay. Also ich bin froh, dass man nicht einen vorgegebenen Beruf machen muss. Für mich wären viele Jobs der Horror, aber zum Beispiel Zootierpfleger oder Taxifahren in der Nacht, da gehe ich drin auf und ich kenne viele, die können das nicht verstehen. Ja, doch, kann ich eigentlich alles verstehen. Also Zootierpfleger, ja, wobei ich muss halt sagen, ich finde Zoos halt vollkommen scheiße halt, ne? Also, ich finde den Beruf aber cool. Aber ich muss sagen, ja, also das finde ich dann, ja, ich mag halt Zoos einfach nicht. Aber sonst ist es ja eigentlich eine coole Sache. Ich finde es eigentlich schade, dass das nicht wie bei der Scanner-Mod ist, dass ich das ganze Regal füllen kann mit diesem einen Produkt. Das wäre auch irgendwie cool. Aber das ist hier nicht der Fall.
Das war bei der Scanner-Mod so. Alter, ich komme da oben an die Regale nicht mal richtig dran. So, machen wir mal eben eine kleine Bestellung, Chat. Pieben wir hier mal eben ab. Aber das funktioniert richtig gut. Geil. Und man sieht dann sogar sofort auch, wie viel Geld übrig bleibt und so. Also richtig, richtig cool. Gefällt mir richtig gut, die Erinnerung. Toll. So, ich kaufe das schon mal ein. Zack. Hast du eigentlich vor, Sukus ist meinem Stream auszuprobieren? Da ist mein Zoofleger. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir das Spiel bei anderen Streamern angesehen und ich muss sagen, es hat mir irgendwie einfach nicht zugesagt. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich schätze mal eher nicht. Falls ich jetzt irgendwie meinen Key geschenkt bekommen sollte, dann würde ich es machen. Aber ich werde es nicht kaufen. Ja, also dafür habe ich nicht so Interesse an dem Spiel. Ich fand das unnormal geil. Auch wo ich das gesehen habe, dass das rauskommt. Ich habe mich unnormal darauf gefreut. Aber irgendwie war das, also ist das Gameplay ganz anders, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Ich weiß auch nicht. Ja, also ich denke also eher mal nicht. Oh, die Kartoffeln, Chat. Ja, wir brauchen Kartoffeln. So, warte mal. Wie wird das jetzt gestapelt? Alter, die... Gar nicht. Ach du Scheiße. Es wird gar nicht gestapelt. Oh Scheiße. Fuck. Oh Mann. Okay, ja, das hat auf jeden Fall viel, viel besser funktioniert mit der Mod. Naja, okay, man kann nicht alles haben, ne? Ich glaube, das liegt daran, wenn man zwei einzelne Bestellungen macht, dann weiß der nicht mehr, wie er die stapeln soll. Vermute ich jetzt einfach mal. Scheiße. Ey, ich hoffe wirklich, dass sie die auf dem Boden aufheben. Wenn nicht, dann heul ich. Böhnchen, einen wunderschönen guten Abend. Ist das so schlecht? Nee, es ist gar nicht schlecht, aber es ist irgendwie nicht mein Gameplay. Also irgendwie gefällt mir das Gameplay nicht so. Bei mir war es gerade super gestapelt mit 2x50 Bestellungen. Vielleicht ist es Glück. Also vielleicht kommt es extrem darauf an, was du bestellst. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt falsch machen soll. Weil ich meine, ich habe einfach nur gescannt und ich habe bestellt. Also ich könnte mir vorstellen, einfach es kommt auf die Pakete an. Ja, aber das ist ja ein Chaos. Okay, aber die heben die auf. Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Sie heben sie auf. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen, Chat, um das Ganze zu beschleunigen? Holen wir uns jetzt, wie viele brauchen wir nochmal? Fünf oder so, ne? Verwaltung, einstellen. Wir brauchen 5 weitere Lagerregale. Ich würde sagen, die kaufen wir jetzt einfach mal eben. Und einfach damit, wie sie halt haben. Weil ich würde gerne noch einen Einräumer bestellen, weil dann geht das Ganze noch schneller. Ach, guck mal, die werden wieder richtig gestapelt. Hä? Ja, da, also dann weiß ich aber auch nicht, also was das ja jetzt getriggert hat praktisch, dass sie so durch die Gegend fliegen. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ist interessant, aber auch übelst anstrengend, morgens Pakete und Post sortieren, ins Auto einladen und dann 6 Stunden zustellen. Mittlerweile ist es ja fast alles verbunden, also Post und Pakete zusammen. Ach krass, aber 6 Stunden, das ist ja dann noch... Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen viel entspannter, als ja wirklich dann das, was wir bei Amazon gesehen haben. Ne? Wobei ja Amazon aber ja auch ganz anders, also es ist ja jetzt nicht, wobei es wird manchmal mit DHL verschickt, ne? Aber das sind dann glaube ich Unterhändler wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja eigentlich, ja, hört sich das sehr interessant an. Also ich fand das auch immer, ich fand das eigentlich immer ganz cool, so diese Vorstellung, Postbote zu sein oder so. Ja. Aber ich meine, sind halt alles anstrengende Berufe, ne? Also Postbote ist wahrscheinlich sehr anstrengend, Paketzusteller, wie auch immer auch. Aber du bist halt viel in der frischen Luft, das ist cool. Ja, ist eigentlich auch sehr cool, ne? Ich meine, ich habe ja Gartenlandschaftsbauer, liebe ich ja auch. Aber es ist halt wirklich einfach körperlich zerstört, ist einfach. Also gerade für mich. Chris, pass auf dich auf. Also es zerstört wirklich einfach nur unnormal.
Und das war damals schon das Problem, aber das ist immer noch mein Problem. Also, ich bin so fertig nach so einem Tag, da geht halt gar nichts mehr, ne? Und ich meine, das ist ja jetzt dann auch irgendwie nicht so der richtige Weg. Ich war 20 Jahre bei der Post. Die Winter sind hart. Ja, das glaube ich. Generell so diese Weihnachtszeiten und so müssen noch voll krass sein. Viel Liebe an dich, Böhnchen. Hoffe, dass du einen sehr gemütlichen und ruhigen Tag hattest. Und einen schönen Arbeitstag an alle, die arbeiten müssen. Dankeschön. Ja. Morgen wird geschuftet. Ich hoffe, der Tag wird geil, Mann. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, die Sonne soll wenigstens scheinen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Da habe ich sofort dann auch mehr Bock. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es auch körperlich dann wird morgen. So, ein Regal, glaube ich, haben wir noch, ne? Ein einziges. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Chaos im Lager, aber ist nicht so schlimm. Wir erweitern ja sowieso noch. Zack. Boah, jetzt haben wir aber wirklich um einiges mehr Lagerplatz, um einiges. Okay. Dann hätten wir das. Und dann können wir jetzt noch jemanden neuen einstellen. Geil, Mann. Dann geht das halt wirklich einfach zweimal schneller, ne? Also wenn zwei Leute einfach dabei sind, ist ja übel cool. Okay. Wie teuer ist der? Einstellen. Einstellen, da. 30 von 30. Supermarkt Level 50. Alter, wir sind ja einfach Supermarkt Level 58. Chat, einfach mal so als Frage an euch. Was habt ihr für ein Supermarkt Level, falls ihr das Spiel selber gespielt habt? Würde mich jetzt mal interessieren. Wie weit seid ihr da? So, Auffüller gekauft. Yo, Alter, was für eine Armee mittlerweile. Geil. Und die räumen auch wirklich die Sachen von der Straße auch weg. Boah, das ist richtig, richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Super. Was will man denn mehr? Ja, hier könnte man vielleicht nochmal einfach eben ein paar Bestellungen nachholen noch. Alkohol darf nicht fehlen, der schöne Wodka. Das wird auch immer sehr gut gekauft bei uns. Da könnte man nochmal was holen. Oh, da haben wir noch ein bisschen. Du bist Max-Level. Alter, da wurde das Leben einfach zurückgelassen. Für einige Zeit. Oh ja, hier brauchen wir auf jeden Fall was. Das darf nicht leer sein. So, mal eben nachbestellt und wir kassieren jetzt einfach schon mal den nächsten Tag. Lucy, einen wunderschönen guten Abend. Max Level, keine Ahnung, wie hoch das war. Boah, oh, und du hast aber auch irgendwie gefühlt 300 Stunden oder so im Spiel, ne? Da du sagst, du arbeitest morgen oder musst in 7 Stunden raus, machst du Twitch als Nebenverdienst oder wer ist das? Nee, ich mache Twitch, also das ist hauptberuflich. Alles andere mache ich einfach so aus Spaß, weißt du? Also einfach so als Ausgleich. Ja, und ich bin manchmal halt eben dann als Gartenlandschaftsbauer mal unterwegs. Ja. Nachdem es mir den ersten Spielstand zerfetzt hat, nach einem Update nur noch Level 40. Okay, was warst du vorher? 56, 36? Ich meine, ich bin mit Level 58 eigentlich schon gut dabei, ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, gerade so 90 Spielstunden ungefähr. Ich meine, man könnte viel, viel höher sein. Ich meine, ich habe das ja auch gestreamt und so, aber ja. Okay, Chat, dann machen wir mal auf, oder? Warte mal, habe ich schon aufgemacht? Nee. So. 285 Stunden. Boah, das ist so krass, ne? Das ist so krass. 65 war ich zuvor. Boah, Alter, aber 300 Stunden einfach fast. Oh, und da wurde ja so bodenlos reingesuchtet. Ist das krank. Wahnsinn. Warte mal, aber ich verstehe nicht so ganz. Also warum habt ihr eure Spielstände zerfetzt? Mit einem Update? Achso, ihr habt... Oh mein Gott, warte mal. Aber wie? Also ihr habt das Spiel einfach geupdatet und dann wart ihr zurückgesetzt oder wie? Was ist denn da los? Interessant, ist eher selten. Ist eher selten, aber cool. Ja, bei mir ist halt einfach die Sache... Ich brauche halt einen Ausgleich ab und zu, weißt du? Und das ist halt... Also Streamen und so mache ich halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich liebe das auch.
Aber ich habe halt einfach mit der Zeit gemerkt halt eben, dass Social Media einfach nicht mehr so, ich sag mal so, das Wahre ist. Und Twitch ist meine Haupteinnahmequelle und das ist, genau so will ich es auch haben, ne? Aber es tut einfach gut, wenn du halt einen Job hast, wo du nur am PC sitzt halt und nur alleine bist. Dann tut es einfach gut, wenn du einfach mal rauskommst halt. Also für mich halt. Es tut gut, meinen Körper zu bewegen, hart körperlich mal was zu machen. Und das ist irgendwie einfach geil. Keine Ahnung. Ja, ich habe auch damals zum Beispiel sehr gerne mit meinem Papa einfach, habe ich dem einfach mal einen Tag geholfen, so als, habe Küchen gebaut. Ja, also einfach so halt, ne? Weil einfach ein bisschen Abwechslung. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Hat natürlich dann auch so den psychischen Aspekt, dass es halt natürlich da auch nochmal ein bisschen hilft, sag ich mal, ne, ein bisschen rauszukommen, unter Menschen zu sein, ist immer mal gut. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache eigentlich. Und vor allem auch Natur halt, ne, bist ja viel draußen. Nach dem letzten großen Update hatte ich nur noch einen leeren Raum durch die Mods. Egal, weil ich daran gearbeitet habe, da hat nichts mehr gespeichert. Ja, durch die Mods, genau. Musst du die Mods rausnehmen. Hatte ich auch. Ich habe einfach, aber es lag an einer speziellen Mod bei mir. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Als ich die rausgenommen habe, lief alles wieder super bei mir. Di-di-di-di-di. Oh Mann! Ich heb die mal auf aus Versehen. Was soll das? Destiny, Dankeschön übrigens auch noch an dich für die 3 Monate einfach. Alter! Ich danke dir von Herzen einfach für den großen Support. Dankeschön. Ich hoffe, dass du einen angenehmen Tag hattest und auf jeden Fall ein schönes Wochenende auf dich wartet. Dankeschön, Mann. Ich hatte die Mods draußen, waren alle gelöscht, hat sich nichts geändert. Das ist ja sehr... Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendein Wort sagen. Fantastisch. Weiß ich auch nicht. Ich wollte irgendein Wort sagen. Aber das klingt sehr kurios. Also wie gesagt, ich hatte genau das Gleiche. Ich habe das Spiel gestartet, alles war leer, dies und das. Dachte mir jetzt so, oh fick, das war's. Hab dann die Mods einzeln rausgelöscht. Und danach ging alles problemlos. Ja. Fantasievoll? Ich weiß es nicht. Irgendein Wort. Meinung zu Road 96. Geiles Game. Ein sehr cooles Spiel. Habe ich durchgestreamt. Hat viel Spaß gemacht. Hat die letzten 3 Tage frei, gehe ab morgen wieder 7 Tage am Stück arbeiten. Dann hoffe ich, dass du einen schönen ersten Arbeitstag hast. Fabelhaft? Fatal? Fatal könnte das Wort gewesen sein, was gepasst hätte. Ja, das könnte gewesen sein. Gigant, einen wundervollen guten Abend, Junge. Scheiße. Alter. Nee, also das ist zu oft. Das müssen die patchen. Das geht mir auch jetzt schon auf den Sack. Das muss geändert werden, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat, aber das muss geändert werden. Da habe ich keinen Spaß dran. Das geht mir auf den Sack. Far Cry, ja, Far Cry könnte es auch gewesen sein. Wann können wir uns eine neue Lizenz holen? Boah, ich glaube, das dauert ein bisschen, weil wir haben gar keinen Platz dafür. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Wir brauchen erst eine Supermarkterweiterung, weil unsere Regale sind alle voll, ne? Meine ich. Du, 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 du. Jesse, pass auf dich auf. Hab einen guten Abend. Ja, also ich finde die Häufigkeit auch too much. Ja, ich auch. Oder es sollte die Möglichkeit geben, dass die Kollegen einem dabei auch helfen. Oder andere Möglichkeit, die mir sogar... Also die kommt nur für eine Seife. Die noch mir sogar besser gefällt, ist, ich kann den Kunden mit einer gewissen Waffe oder mit einem Gegenstand abschmeißen. Weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde, das sind die einzig richtigen Lösungen und Ansätze, wie man das hier ganz einfach handhaben kann. Ich würde sehr gerne eines meiner Regale, die da draußen vor der Tür eben verbleiben, würde ich sehr gerne einfach nehmen und dem Kunden um die Ohren hauen. So wie im Internetcafé und super... Es ist so schön, einen eigenen Laden zu führen und für alles verantwortlich zu sein. Es ist so schön, selbstständig zu sein. Es ist so toll. Na, Mann.
Vor allem, wie ist das, wenn du alle... Warte mal. Das muss ja sogar noch viel schlimmer sein, wenn du alle Produktlizenzen hast und alle Erweiterungen, weil dann kaufen die Leute ja auch noch viel mehr. Das heißt also, du stehst noch länger da und bist am Abkassieren. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ach du heilige Scheiße. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Stimme so am Arsch ist, dass ich wie Monte klinge, wenn ich lache. Boah, das ist schon wirklich Endstufe, ne? Das ist schon Endstufe. Aber mein Hals macht auch immer Faxen. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich krieg das auch einfach nicht in den Griff. Ich weiß nicht wie auch. Also, es gibt einfach Streams, die funktionieren perfekt. Und also ich habe gar keinen angestrengten Hals oder so. Und dann gibt es wiederum Streams, da geht das gar nicht. Heute ist wieder so ein Stream. Einfach meine Stimme ist so am Abkacken. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es einfach. Es ist einfach so. Und ich check's nicht. Ey, ernsthaft jetzt? Schon wieder? Also was ist denn hier los? In dieser Stadt leben nur Dumme. Was ist denn hier? Alter. Also ich glaube, wir sollten diese Selbstbedienungskassen so nah wie möglich stellen an unsere Kasse, damit wir uns immer einfach umdrehen können und gar nicht erst aufstehen können. Ich weiß wenigstens, woran es liegt. Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Ja. Ich meine, klar, du bist halt einfach krank, ne? Aber bei mir ist einfach... Ich weiß auch nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal klappt das super mit meiner Stimme und dann wieder Streams einfach katastrophal. Als wäre die so unnormal überanstrengend. DM, einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass du es doch noch geschafft hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Hör mal. Alter, wir haben einfach schon... Warte mal. Wie lange spielen wir jetzt gerade Supermarkt-Simulator? Wir spielen doch nicht über eine Stunde, oder? Wir haben schon wieder fast 1 Uhr. Was? Wir spielen 1,5 Stunden schon. Oh. 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 Ja, das ist natürlich minimal nicht gut. Scheiße, Mann. Es wird immer später. Ey, Chat, ich muss langsam aufhören, Mann. Eigentlich würde ich nämlich noch gerne das VOD hier fertig machen für sofort morgen früh. Wir sind Supermarkt Level 59 geworden. Yo. Geil. Ja. Der Schlaf wird immer weniger. Ich meine, ich werde sowieso nur 2 Stunden höchstens schlafen halt heute Nacht, ne? Höchstens. Ich werde niemals mehr schlafen, also niemals. Das wird nicht funktionieren. Aber ist trotzdem abgefuckt. So, ich tanze jetzt einfach noch mal ein bisschen hier. Komm, machen Sie mal ein bisschen schneller, ja? Hallo? Lassen Sie sich Zeit, Madame. Lassen Sie sich Zeit. Ja, das Leben, das kann anstrengend sein. Zum Glück haben wir sehr entschleunigende Selbstbedienungskassen. Die entschleunigen, weil das Leben nicht entschleunigend ist. Das wollte ich sagen. Das Leben kann sehr schnell, sehr stressig sein. Alles will immer höher, weiter hinaus. Aber zum Glück haben wir sehr entschleunigende Kassen. Beehren Sie uns bald wieder. Tschüss. Einfach durchmachen ist das Dümmste, was man machen kann in meinen Augen. Ja, ist das Dümmste, was man machen kann in meinen Augen. Also, 1 Stunde Schlaf ist so geil und kann einem so einen krassen Boost geben. Durchmachen, also vor allem, wenn du noch 12 Stunden arbeiten musst, ist in meinen Augen wirklich katastrophal dämlich. Was sind das für Sushi-Boxen? Größer als mein Zimmer gefühlt. Ja, die sind spezial besonders angefertigt. Oh, guck mal, wie geil! Alter, die haben hier alles weggeräumt. Wow! Ich bin so stolz. Vater von 6 Sklaven, nee, sind mehr, ne? Von 6 Sklaven zu sein. Juan, Rodrigo, Pablo, Christian, nee, wie hieß der andere nochmal? Wolfgang. Und wir haben jetzt auch noch 2 weitere. Ich bin so stolz, euch zu haben.
Die machen ja wirklich eine super Arbeit, toll. Du musst erst noch die 4 Stunden Zugfahrt, oder ich muss erstmal noch die 4 Stunden Zugfahrt heute verarbeiten, das war ein Stress. War froh, als ich hier war. Wir lieben die Deutsche Bahn, sie ist toll. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Das spiegelt Deutschland wieder, die Deutsche Bahn. Und wir sind alle sehr glücklich, dass sie so pünktlich fährt. Geil. Ich pendel jedes Mal mit der Deutschen Bahn. Mein Beileid, mein Bester, mein Beileid. Ja, ich würde sagen, wir kaufen einfach mal wieder von allem einfach so ein bisschen mehr, weil ich meine, das Coole ist ja, dass die ja wirklich anscheinend... Okay, das wurde gestapelt. Dass die ja wirklich anscheinend alles perfekt einsortieren, ne? Obwohl das dann auch auf dem Boden lag oder so. Das finde ich richtig geil, dass sie das machen. Richtig cool. Gefällt mir. Da, 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 da. So, davon brauchen wir noch mehr. Kartoffeln sowieso immer. Sushi. Toast. Davon noch was, hiervon noch was, davon noch ein paar, davon noch ein bisschen. So. Zack. Okay, ist das jetzt auch richtig? Also. Könnte vielleicht, aber nur vielleicht, könnte die Lösung sein, man bestellt jedes Mal genau 50. Ist bei mir echt genau andersrum. Wenn ich 2 Stunden schlafe, geht es mir richtig schlecht. Ja, aber beim Aufwachen, N. Aber es geht ja um die Erholung. Und 2 Stunden Schlaf ist 1000-mal besser als gar kein Schlaf. Weißt du, da, also darum ging es mir jetzt eigentlich. Ja, also deswegen, Schlaf ist einfach wichtig. Ne? Egal wie viel es ist, Hauptsache du schläfst halt eben einfach was. Aber das, ja, wie du schon sagst, das muss ja jeder selber entscheiden. Ich finde halt, egal wie lange der Schlaf ist, es ist wichtig halt. Weil der Körper, der braucht das halt eben einfach. Und deswegen finde ich auch 2 Stunden Schlaf, auch wenn ich halt voll vercrackt aufwache, was halt natürlich passiert, klar, ist einfach gut, weil der Körper sich ja trotzdem erholen konnte in der Zeit, ne? Also auch wenn du das jetzt vielleicht nicht aktiv wahrnimmst, aber es ist ja trotzdem Erholung. Ja, also müsste man mal ausprobieren, ob man wirklich dann jedes Mal genau 50 bestellen müsste, ne? Keine Ahnung. Nee, mir geht's dann echt den ganzen Tag schlecht, keine Ahnung, okay. Ich fahre seit 40 Jahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ja, und man kann es verstehen, ne? Würde ich mal sagen. Schicken Halloween-Kopf hat Mulm hier auf. Definitiv. Seth, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Ich bin ein bisschen am Überlegen. Ach, guck mal, haben die das? Oh. Ja, die räumen das selber ein, ne? In die Regale, die leer sind. Ich glaube, hier stand eben noch nichts, oder? Ich glaube, das hier habe ich nicht eingeräumt. Ja, ich glaube, wenn ein Regal voll ist, also eine Ebene wahrscheinlich mit einem Produkt, dann räumen die das wahrscheinlich einfach in einen leeren Spot rein. Ja, das müssen wir dann wirklich mal gucken, ne? Kaufen Sie eine Farbe. Chat, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal dieses Ziel. Der hat da die ganze Zeit dieses Ziel. Kaufen Sie eine Farbe auf dem Markt und streichen Sie die Wände. Der will das unbedingt. Kann ich die Farben ändern an den Wänden meines Lagers? Geht das auch? Und dann kaufe ich jetzt hier einfach blau. Wie viele? 8 Stück. Ja. Ich kaufe jetzt einfach 8-mal blaue Farbe. 1600. Junge, warum ist das so teuer? Einfach gerippt. Was ist noch so im Update gekommen? Ich habe noch nicht die Patch Notes geschaut. So ein paar Sachen. Am besten, du guckst sie dir wirklich durch. Ja. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich das jetzt komplett zusammenfasse, weil ich auch schon wieder gefühlt alles vergessen habe. So, wo haben wir denn jetzt die Farbeimer? Hier. Okay. Also. Geil. Ach, ich hätte gar nicht so viel Farbe holen müssen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass ja ein Farbtopf für mehrere Wände reicht. Aber ich wusste gar... Alter, für so viele hat das sogar gereicht. Krass. Alter, das habe ich gar nicht so krass in Erinnerung, dass man so heftig streichen konnte damit. Cool. Okay, jetzt ist er leer. Annalena, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag.
Ich habe mich dann auch mal hierhin verirrt. Ja, dann hoffe ich, dass dir gut geht soweit. Schön von dir zu lesen. Die Farbe ist... Boah, die Farbe ist aber wirklich geil, ja. Jetzt, wo du es sagst, die ist wirklich sehr geil. Sehr, sehr geil. Oha. Krass, das sieht richtig happy aus. Cool. Oh, guck mal, jetzt haben wir da ein anderes Ziel. Kaufen Sie eine Bestellung von Ihrem Tablet aus. Aber warum? Also ist das dann eher so für die neuen Spieler? Ich finde es lustig einfach, dass mir das jetzt gesagt wird als Ziel. Zeige die Menge des... Also das zeigt dann die Menge des im Besitz befindlichen Produktes an. Okay. Ja, faszinierend, dass man jetzt einfach so Ziele hat. Ja, mir geht's blendend. Ich will jetzt eine Pizza in den Ofen schieben. Ja, dann gönn dir. Guten Appetit wünsche ich dir mit der Pizza. So, dann würde ich sagen, streichen wir mal weiter. Das hier können wir ja auch noch streichen, ne? Das hier auch noch hoffentlich. Ja, Annalena. Okay, das übernimmt sogar... Alter, das übernimmt so richtig viel. Annalena, auch einfach noch mit 5 verschenkten Subs an die Community. Alter. Und das einfach schon wieder zu so einer unchristlichen Uhrzeit, Annalena. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Chat, einmal allen Mulm-L in den Chat. Ein Herz. Ich danke dir von Herzen für den Support. Wahnsinn. Wirklich. Dankeschön für alles. Dankeschön. Krass, Mann. Das ist einfach wieder um 1 Uhr morgens. Heftig. Ey, guck mal, ich habe sogar gar nicht so viel Farbe gekauft. Das passt sogar eigentlich ganz gut. Du, 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 du. So. Und so. Und so. Und perfekt. Hab mir gerade noch einen Tee gemacht, gönn dir. Sogar in der neuen Tasse. Boah, die Farbe ist aber wirklich unnormal geil. Das sieht richtig cool aus, gefällt mir. Eigentlich habe ich die jetzt nur zum Spaß gekauft, um dieses Ziel zu erledigen, aber die sieht wirklich richtig stylisch aus. Die behalten wir erstmal, gefällt mir. Hat irgendwie ein bisschen was vom, ja, vom Meer, ne? Himmel, Meer. Das ist eine schöne Farbe. Da, 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 da. Da geht es unseren Sklaven hier im Lager sofort auch viel besser, Chat. Wir müssen uns ja auch um die kümmern. Und so haben sie das Gefühl, als würden sie in einem schönen Ambient unterwegs sein. Vielleicht am Meer räumen sie gerade die ganzen Storage-Sachen auf und die Regale ein. Konnte man die Decke eigentlich auch färben? Ich glaube nicht, ne? So, ich würde sagen, die legen wir einfach mal... Wo legen wir die hin? Hier vor. Da. Ja, ja doch, okay. Ich habe doch ein paar zu viel gekauft. Nimm zurück. Aber egal, vielleicht können wir die für irgendwas anderes gebrauchen. Zack. Cool. Ich finde sowieso, dass dadurch, dass man jetzt die Eingänge auch neu designen kann, ich finde das einfach unnormal geil, wie das aussieht generell. Ich mag das total gerne. Guck mal, die haben jetzt einfach schon alles eingeräumt. Die sind richtig schnell jetzt. Also 2 weitere Einräumer sind wirklich ein Gamechanger, finde ich. Ich würde es sogar cool finden, wenn man sogar noch mehr haben könnte. Aber wahrscheinlich wäre das dann ein bisschen so too much oder zu OP, keine Ahnung. Aber eigentlich fände ich das sogar auch noch geil, wenn das gehen würde. Mehr ist ja entspannt, genau deswegen. Und so fühlen die sich sofort viel wohler hier bei uns. So. Glaube aber, das ist jetzt auch erstmal soweit okay. Wir werden dann irgendwann mal die, ja, irgendwann mal, ne? Müssen wir mal gucken, ne? Aber den Lagerumbau. Irgendwann müssen wir noch den Lagerumbau machen. Guck mal, die fallen wirklich einfach runter. Ich habe jetzt eine 50er Bestellung gemacht und die fallen einfach von selber runter. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Keine Ahnung. Also jetzt haben wir diesen unfassbar sexuell anziehenden Supermarkt und dieses unfassbar sexuell anziehende Storage. Komplett gestrichen. Ich meine, das Layout müssen wir auf jeden Fall ändern, aber dafür wollen wir ja erst die anderen Upgrades holen, damit es größer ist. Dann kümmern wir uns darum. Aber so sieht das schon sehr geil aus. Und wir sollten auf jeden Fall noch so Kategorien machen dann, wenn wir das Storage haben im Endeffekt. Aber das ist eine Sache der Zukunft oder des Zukunfts-Yoshis. Das ist jetzt noch nicht mein Problem. So, Markt ist offen. Rein da. Absolut pornös. Definitiv.
Eine positive Farbe erzeugt Motivation. Der Sklave, Mitarbeiter, natürlich. Habe ich Sklaven gesagt? Ich meine natürlich Mitarbeiter. Menschen, die auf Augenhöhe mit mir selber sind. Die meine ich. Also das ist ja klar, ne? Dass ich nur das meine damit. Menschen, die mit mir auf Augenhöhe sind. Ich als Chef bin ja genauso niedrig gestellt wie alle meine Arbeiter. Klar. So ist das doch. Übrigens, Alinsky, einen wunderschönen guten Abend auch noch an dich. Hoffe, dir geht's gut soweit. Ah, warte mal, was hat meine Familie hier noch geschrieben in die Gruppe? Okay. Ey, Chat, übrigens, generell, Dankeschön, dass ihr einfach mal alle wieder am Start seid. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Auch eben, weil wir noch darüber gesprochen haben, so warum, ne, auch mir das gut tut, sage ich jetzt mal auch so, dann eben zum Beispiel mal Gartenlandschaftsbau zu machen oder so. Einfach so aus Spaß nebenbei. Ich weiß wirklich noch mehr zu schätzen einfach, was ich hier selber mache. Als Streamer, als Content Creator, wie auch immer man es nennen will. Penner, Schnurrer, wie auch immer. ich habe irgendwie das Gefühl, auch seitdem ich das halt immer mal wieder so aus Spaß mache, weiß ich einfach selber, wie unfassbar anstrengend halt auch eben einfach andere Arbeiten sein können. Und ich habe irgendwie das Gefühl einfach, dass ich dadurch nochmal eine andere Perspektive einfach auf meinen eigenen Job habe, den ich mir so selber erarbeitet habe, sage ich jetzt mal. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das morgen wird. Ist jetzt wieder ein bisschen länger her, dass ich da unterwegs war. Und ich bin echt aufgeregt. Mal sehen. Ich muss mich jedes Mal wieder an den einen Stream erinnern, Chat, wo ich tagsüber irgendwie 10 Stunden dann als Gärtner unterwegs war. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Und dann habe ich den Stream angemacht und wir haben noch 4 Stunden oder so gestreamt gehabt und wir hatten dieses Backrooms-Game gezockt gehabt und ich bin kurz davor gewesen, Knockout zu gehen im Stream. das war so unnormal. Genau, diese Pool-Streams. Ich werde das nie vergessen, glaube ich. Das war wirklich krass. Ich war so fertig. Ich wollte aber danach noch streamen, weil ich meinem Chat halt auch gesagt habe, so, yo, ich stream halt und wir wollten ja noch das Spiel durchspielen. Und ich lag im Stream, also wirklich gefühlt einfach, mein Hirn hat nicht mehr richtig funktioniert. Ich war so fertig mit der Welt, dass ich irgendwann auch immer weniger gesprochen habe im Stream und echt fast eingeschlafen bin. Das war Wahnsinn. Ich habe danach geschlafen wie ein Engel, aber ja, ich meine, so weit sollte ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber war trotzdem lustig. Und Chat, mein Papa und ich weiß nicht, ob ich es letztens schon erzählt hatte, wenn ja, dann egal, dann erzähle ich das jetzt trotzdem einfach als coole neue Nachricht. Ich fahre mit meinem Papa einfach jetzt am Wochenende auf dem Parkplatz und dann lernt er wieder Auto fahren. Unnormal geil. Ich bin total gespannt darauf. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Bin gerade aufgewacht. Wie ist das Update? Geil! Bis auf die Selbstbedienungskassen. Die sind ein bisschen ein Arschfick, aber warte mal, was? Das wollte ich nicht sagen. Das wollte ich nicht sagen. Egal, die sind auf jeden Fall nicht so geil. Die sind halt einfach nicht so cool, ja. Das wollte ich sagen. Die sind Arsch. Hi, ich leiste gerade meinen Wehrdienst in der Schweizer Armee. Ist halt echt eine anstrengende Zeit. Manchmal ziehe ich mir spät nachts deine Streams rein, um zu entspannen und ein bisschen vom Alltag runterzukommen. Bitte was? Dein Stream ist für mich in dieser Zeit zu einem krassen Rückzugsort geworden. Gerade in dieser Zeit, wo ich nicht so regelmäßig reinschauen kann, sind mir deine Streams noch mehr ans Herz gewachsen und dafür wollte ich mich bedanken. Mulm, ey, kleiner als 3. Junge, wo kam denn das her? Junge. Einfach komplett verstörend. Meint, ich danke dir von Herzen für die 23 Monate. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Woher? Ich weiß es nicht. Das kam gerade aus einer ganz tiefen Ecke meines Hirns. Ich weiß nicht, woher das kam.
Da habe ich einfach zu schnell geredet. Da habe ich nicht nachgedacht. Alter, da muss ich aufpassen, Mann. Nicht, dass ich mal irgendwas wirklich irgendwie was ganz Radikales sage. Wofür ich sofort gecancelt werde oder so. Ich habe gerade wirklich einfach nicht nachgedacht. Ich habe einfach gesagt. Meint, danke schön für die 23 Monate. Ey, ich muss noch mal ganz kurz durchlesen. Ich leiste gerade meinen Wehrdienst in der Schweizer Armee. Ach du Scheiße, ist jetzt echt eine anstrengende Zeit. Boah, das glaube ich dir sofort. Manchmal ziehe ich mir spät nachts deine Streams rein, zum Entspannen und ein bisschen vom Alltag runterzukommen. Dein Stream ist für mich in dieser Zeit zu einem krassen Rückzugsort geworden. Gerade in dieser Zeit, wo ich nicht so regelmäßig reinschauen kann, sind mir deine Streams noch mehr ans Herz gewachsen. Und dafür wollte ich mich bedanken. Alter, ist es ganz schön dunkel geworden bei uns. Meint. Ey, du Verfickter, das ist... Ich danke dir von Herzen für den Support. Ich wünsche dir alles Gute in der Armee. Ich hoffe, dass du... Ich hoffe, dass du dort trotzdem eine gute Zeit hast, auch wenn es anstrengend ist. Ich stelle mir es auch sehr anstrengend vor. Also wirklich Respekt. Ich wünsche dir alles Gute und wie schön, dass dir meine Streams trotzdem einfach so einen Rückzugsort geben dürfen. Das ist wirklich krass, Mann. Ich wünsche dir da wirklich alles Gute für dich und liebe Grüße an jede einzelne Nacht, die du hier vorbei... Wartest du kurz, meint? Wartest du kurz? Du verdammter Wichser. Die jetzt unterbrechen die mich sogar bei Dankessagungen. Sieh zu, dass du Land gewinnst, du halber Meter. Junge, wie voll es hier ist. Alter. Ja, einfach nur Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe einfach, dass du weiterhin natürlich einen Rückzugsort hier hast und dir meine Streams gefallen. Also ja, ein Küsschen geht raus. Dankeschön. Und Tabaluga, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Du Pfeff... Ja, ich, es ist... Ich habe manchmal wirklich Angst, dass ich etwas sage, was ich... Also, wofür ich wirklich Probleme bekommen könnte in meinen Streams. Ich bin ganz ehrlich. Also, ich meine, Chat, ihr wisst ja, ich bin ja kein böser Mensch. Also, glaube ich zumindest, okay? Aber ich bin halt auch jemand, der halt wirklich alles sehr ironisch nimmt und halt auch wirklich, also meine Liebessprache ist ja beleidigen, auch mit meinen besten Freunden und so. Ich habe manchmal wirklich, ich habe einfach unnormal Schiss, dass ich manchmal was sage, wo ich wirklich einfach ein Problem bekomme. Verfickt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Alter. Das ist zu oft. Es ist viel zu oft. Das würden die Bösen auch sagen. Du hast recht. Vielleicht bin ich böse. Oh mein Gott. Vielleicht bin ich böse, aber ich weiß es einfach selber gar nicht. Das verändert alles. Das verändert alles. Verbrenn die. Ja. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich mache halt wirklich über alles einen Joke halt, ne? Meine Familie und meine Freunde verstehen das halt. Dass ich halt einen übelst abgefuckten Humor habe teilweise. Ich kann mich noch richtig gut an eine Situation erinnern. Da meint meine Schwester noch so zu mir, Alter Josh, du hast wirklich einen kranken Humor. Da hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht damals. Und ich war komplett gefickt, ne? Also ich war Liebeskummer des Todes, mir ging so scheiße. Und dann gab es da irgendwie eine Situation halt und ich habe einen Joke darüber gemacht, halt so von wegen so, ja, ich habe ja eh niemanden mehr oder keine Ahnung was. Der war so beschissen scheiße dunkel, dass meine Schwester auch nur so zu mir gesagt hat, ey Josh, du hast wirklich einen krassen Humor manchmal. Also auch über mich selber halt, ne? Jetzt nicht über nur andere, sondern auch über mich selber. Und ja, ich mache wirklich über alles und jeden Witze halt, ne? Ich weiß auch nicht. Und ich habe manchmal Angst, dass andere Menschen das falsch aufnehmen. Weil, wie gesagt, ich will ja niemandem etwas Böses. Ganz im Gegenteil, Mann. Also ich will, dass jeder in Harmonie und Liebe leben kann. Und alles super halt. Aber ja, also ich manchmal bringe ich halt wirklich Sprüche. So auch gerade, wie gesagt, mit meinen besten Freunden oder mit meiner Familie. Ey, wenn jemand anderes hören würde, das geht halt gar nicht, ne? Und ich habe immer Angst, dass mir nachher sowas mal rausrutscht halt. Und Menschen irgendwas von mir denken, so als wäre ich so voll der schlimme Typ.
Dabei ist das halt einfach mein Humor und ich mache mich halt eigentlich über alles lustig. Also egal, ob jemand, sage ich jetzt mal, eingeschränkt ist, behindert, glaube ich, sagt man ja auch heute nicht mehr. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Ich sage einfach eingeschränkt ist oder wegen mir auch eine andere Hautfarbe hat oder so. Ich mache mich halt wirklich einfach manchmal über alles lustig halt. Und natürlich mache ich das jetzt nicht so der Schiene, dass ich das zu jemandem sage, den ich nicht kenne. Auf gar keinen Fall, würde ich niemals machen. Aber halt einfach so als Joke, so bei mir in der Familie halt, ne, oder mit Freunden. Und da kennt das halt jeder so, meine Art, und deswegen ist das halt scheißegal. Aber ja, manchmal habe ich da ein bisschen Angst, dass mir sowas mal im Stream passieren könnte und Leute das als mega Beleidigung auffassen. Ich das aber gar nicht böse meine, sondern ich einfach nur mich über alles witzig, lustig mache halt. Ja. Nur mit dunklem Humor überstehe ich meine Psyche. Ja, das ist wohl auch eine gute Eigenschaft. Bei mir und meinen Freunden auch so mit den Beleidigungen und bei meiner Familie. Ja, es ist halt schon krass, ne? Ich glaube, viele kennen das so gar nicht. Also vielleicht auch so, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, Chat, dass für mich ist es nicht normal, ne? Also für mich ist es eben das andere extrem normal, dass man sich halt immer beleidigt und sich übereinander lustig macht, aber halt eben auf respektvoller Ebene, ne? Also, ja, wobei, nee, manchmal ist es auch respektlos. Aber halt natürlich so, dass der Gegenüber sich natürlich nicht schlecht dabei fühlt. Wenn der Gegenüber sich dabei schlecht fühlt, hast du was falsch gemacht, weil das ist nicht gut, ne? Also, wenn ich da jetzt auch irgendwie mal wirklich einen Spruch gebracht habe, der ein bisschen zu krass war, dann entschuldige ich mich natürlich auch sofort dafür in meiner Familie. Aber normalerweise, sage ich jetzt mal, habe ich da schon so ein bisschen so ein Feingefühl für, was ich so sagen kann und wo es jetzt so ein bisschen zu krass ist. Ja. Aber man sollte da natürlich aufpassen halt, dass die anderen sich wohlfühlen. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe schon öfters gehört eben, dass Leute mir gesagt haben, dass sie das gar nicht kennen und sie würden ihre besten Freunde oder so niemals beleidigen. Und das ist halt krass für mich, ne? Ja, aber bei mir in der Familie ist das halt auch normal. Also mein Papa und ich zum Beispiel, ja. Wir ziehen uns da auch immer wieder mit gegenseitig auf. Bei meiner Mama muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Mama ist da nicht so krass unterwegs mit. Aber da bringe ich manchmal trotzdem so ein paar Sprüche. Da ist... hatten wir auch schon mal ein paar Situationen, da war die dann sauer, aber das lässt sich dann natürlich entschärfen, ne? Mit Humor und wenn man liebevoll da, ne, auf die andere Person zugeht und so, ist das kein Thema. Aber sowas gab es natürlich auch schon, klar. Passiert. Meine Beste und ich haben auch so krassen schwarzen Humor, dass da muss der ein oder andere krass schon bei schlucken. Ich finde das cool, wenn Menschen diesen Humor haben und sich auch, also mit dem man sich auch über vieles lustig machen kann. Aber ich finde es halt wichtig, dass man das halt, also dass das natürlich nicht an fremde Menschen geht halt, ne? Also sobald das an Menschen geht, die damit nicht involviert sind, wird es halt schwer, ne? Und du wirklich jemanden damit angreifst, das ist natürlich falsch. Und ja, da muss man dann natürlich aufpassen, ne? Und deswegen sage ich ja auch, dass ich da Angst vor habe, dass sowas mal im Stream passiert, weil ich es gar nicht böse meine, aber man macht das eben einfach nicht bei Fremden. Ne? Das ist, das sollte man einfach nicht tun, weil die Person weiß ja nicht, ob das Spaß ist oder eben doch dann ernst gemeint ist halt, ne? Ja. Ne, beleidigen tue ich niemanden. Boah, bei uns durchgehend. Es ist krass. Aber wie gesagt, das ist halt bei uns so unsere, ja, ist Liebessprache bei uns. Das ist bei uns gang und gäbe und dass wir uns gegenseitig beleidigen, auch mit meinem Vater immer auf Albanisch. Ich beleidige jeden, der mir sehr nahe steht. Ohne kann ich nicht mehr kommunizieren. Ja, check ich. Check ich. Weil ich halt noch sagen wollte, es gibt halt natürlich Menschen, da ist das halt einfach zu viel, ne? Also da wird es halt übertrieben. Und ich hatte damals einen Kollegen, mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte damals einen Kollegen, da war das dann so zu viel. Also da ging es dann irgendwie nur noch darum, dass er irgendwie so Sprüche zu mir gebracht hat. Und das ist dann falsch in meinen Augen. Ne? Also es soll immer ein gesunder Respekt da sein. Man kann sich trotzdem beleidigen, obwohl man Respekt voreinander hat. Aber ja, irgendwie fand ich das dann damals, kann ich mich noch daran erinnern, sehr, sehr anstrengend. Weil er, also egal was ich gesagt habe und egal bei was, es gab immer irgendwas auszusetzen. Und das war dann nicht mehr so spaßmäßig, sondern... Das war dann schon eher so,
keine Ahnung, Mann, der wollte mir gefühlt einfach auf den Sack gehen. So. Und das ist dann falsch, ne? Das muss man dann auch sagen. Oder man distanziert sich dann von solchen Menschen. Nee, angreifen tun wir das niemals. Jemanden nur untereinander. Aber wenn wir neue Leute kennenlernen, vergessen wir das oft, dass sie das halt eben nicht kennen. Ja, ist ja auch okay, ne? Kann ja mal passieren. Muss man dann natürlich richtig stellen. Dass es nur Spaß ist. Man kann mich sehr leicht verletzen, wenn man was zu mir sagt und ich glaube, unterbewusst übertrage ich das auf andere und ich will nicht, dass sich andere so fühlen wie ich. Ja, dann ist es ja auch okay bei dir, Euro, ne? Also du musst dich ja auch nicht mit deinen Leuten beleidigen oder so. Also es ist ja vollkommen okay. Wie gesagt, ich habe es oft gehört, dass Leute sowas nicht können. Und das ist ja auch vollkommen okay und das muss man auch respektieren. Ey, der Tag hat gerade erst angefangen und der erste... Ich hätte gerade fast irgendwas Doofes gesagt. Die erste Person, die in meinen Laden reinkommt, kriegt es nicht auf die Reihe, selber die Selbstbedienungskasse zu benutzen. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich krass. Aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Versuche ich halt immer ein sehr ehrlicher Mensch zu sein und ich bin halt oft so, gerade auch was sowas angeht, sehr direkt. Dass ich halt sage, dass irgendwas doof ist oder dass ich das scheiße finde. Auch teilweise, egal ob mein Gegenüber das jetzt eben angreift oder eben nicht, weil ich halt ehrlich zu mir selber sein will und ich halt keinen Bock habe, etwas zu tun, wo ich so wirklich gar nicht hinterstehe oder gar keinen Bock drauf habe oder was ich halt wirklich scheiße finde, dann sage ich das auch, dass ich das scheiße finde. Ja, da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Das ist ja dann auch aus meiner Sicht gar nicht böse gemeint, sondern ich habe halt einfach keine Lust auf das, was die Person gerade macht. Oder ich sehe es halt einfach als falsch an oder wie auch immer halt, ne? Und da ist mir halt schon wirklich oft passiert, dass ich da unnormal mit angeeckt bin. Ja, was natürlich okay ist. Ne? Also, wie gesagt, im Endeffekt meine ich ja auch die Dinge gar nicht böse, sondern ich will einfach nur in Ruhe leben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man, viele Menschen möchten das einem nicht gönnen, einfach dieses, dass man einfach cool, korrekt miteinander kommuniziert und dass man sich auch mal die Meinung sagen darf. Weiß nicht, man, irgendwie haben da manche Menschen, sind da sehr, 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 sehr feinfühlig. Und wenn du dann einmal deine Meinung sagst, dann ist sofort das Geheule sehr groß. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Boah, Alter, das ist aber auch wieder sehr lang. Ich habe nur so eine sarkastische Unterschiene, aber beleidigen gibt Leute, bei denen komme ich klar. Manche reden leider nur so, die kann ich nicht leiden. Okay. Ja, ist ja wie gesagt auch vollkommen okay. Also ich würde jetzt auch nicht feiern, wenn man sich durchgehend beleidigt. Da. Aber ich weiß nicht, Mann. Wie gesagt, ich nehme halt sehr, sehr vieles mit Humor. Und ich glaube halt, dass ich da echt einfach viel entspannter geworden bin als viele andere Menschen. Und da muss ich dann immer so ein bisschen aufpassen, weil für mich ist das dann selbstverständlich, dass eine andere Person das jetzt nicht als Angriff nimmt, sondern ich das nett meine, dass ich die Meinung sage. Aber den Gegenüber greift es halt eben sofort an und dann ist, ne, gibt's Stress und ich denke mir dann nur so, hey, aber ich wollte das, warum ist das jetzt so ein großes Problem? Ja. Und das ist manchmal ein bisschen schwer. Ist manchmal hart, aber ich finde das eine gute Eigenschaft. Ich hasse es, wenn Leute dir ins Gesicht lachen und... Boah, nee, das sind die größten... ja. nee, kann man sagen. Das sind die größten Fotzen, wirklich. Hasse ich. Das Wort ist zwar auch irgendwie sehr asozial, aber Junge, solche Menschen... Boah, Alter, die würde ich in der Pfeife rauchen. Boah, mit solchen Menschen komme ich gar nicht klar. Mit so Leuten, die so hinterlistig sind. Und einem dann irgendwie was vorlügen oder so und dann hinterrücks dann irgendwie über dich reden mit Freunden oder... Boah, nee, verpiss dich, du Hund. Kann ich gar nicht mit umgehen. Wirklich. Also da würde ich dann noch gar nicht drüber diskutieren, sondern du bist einfach ein Arsch, verzieh dich. Da hätte ich gar keinen Bock drauf auf sowas. Finde ich unnormal anstrengend, sowas. Ich sage auch immer direkt, wie es ist. Mit dieser Direktheit kommen einige nicht klar. Ja, also man muss natürlich immer aufpassen. Ne? Auch natürlich ich selber. Es gibt halt Dinge,
Also irgendwo, man braucht ein gewisses Feingefühl dafür. Ich finde, man sollte Menschen nicht sofort alles um die Ohren schlagen. Und man sollte manchmal auch seine Worte etwas überdenken, ne? Weil da ist eben die Sache, andere Menschen funktionieren halt oftmals einfach anders und sind empfindsamer, vielleicht auch bei sowas. Und da muss man ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, finde ich jetzt. Ja, man muss da so ein gewisses Gefühl für entwickeln, in meinen Augen, dass man halt solche Dinge anspricht. Ja, und man soll natürlich jetzt nicht einfach zu der Person hingehen und die dann einfach fertig machen halt, ne? Weil es gibt natürlich auch die Situation, dass Menschen, also, dass die andere Person dann das Gefühl hat, du willst sie halt fertig machen. Dabei willst du das aber gar nicht, sondern du willst einfach nur korrekt sein und alles super halt. Ne? Und da muss man dann so ein gewisses Feingefühl für bekommen, dass die andere Person halt nicht so komplett denkt so, ja, da geht halt gar nichts, ne? Also das ist halt, weil, wenn es ein Angriff ist irgendwo, dann macht die andere Person halt zu und dann fühlst du dich dann auch angegriffen dadurch und das ist halt irgendwie auch nicht ganz die Lösung, ne? Ja, muss man echt irgendwie so ein bisschen so ein Feingefühl für kriegen für sowas. Ein Kunde wartet auf deine Hilfe. Ich werde die Kunden durch meine Fensterscheibe schmeißen. Der Ton macht die Musik, genau. Es kommt immer darauf an, wie man sowas anspricht halt, ne? Und da versuche ich da natürlich halt sehr herzlich mit sowas umzugehen, weil das ist ja auch wichtig, ne? Man will ja auch nicht die andere Person gezielt angreifen. Das ist ja doof. Willst du ja nicht, sondern du willst ja das Problem aus der Welt schaffen. Und das ist ja dann auch nicht Sinn des Zwecks oder so, halt da dann echt so einen Angriff durchzuführen. Ich weiß nicht, was man mit meinen Pommes machen soll. Ja, behalte sie doch einfach. Was soll man jetzt damit auch großartig machen? Ja, manchmal ist das schwer, aber man kann nett und ehrlich zugleich sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, man muss dazu sagen, du kannst nicht allen Menschen recht machen. Ne? Also, es wird immer jemanden geben, der sich angegriffen fühlt, auch obwohl du das jetzt total auf menschlicher und lieber Ebene sagst. Da kannst du natürlich auch nicht mehr viel machen. Aber natürlich sollte man anderen Menschen immer mit Respekt und Liebe gegenüberstehen und ja, ist schon wichtig auf jeden Fall. Und sich vielleicht auch manchmal in die Situation der anderen Person hineinzudenken. Du bist ja noch online, ich dachte, ich hätte dich verpasst. Ja, ich werde aber nicht mehr so lange machen, weil ich muss früh raus morgen. Ich wollte eigentlich gefühlt schon seit einer halben Stunde offline gehen, aber das Spiel macht gerade total Spaß und ich bin in einem richtigen Fluss, so in einem Spielfluss. Und wir sind gerade irgendwie cool am Quatschen und deswegen wollte ich noch nicht aufhören bis jetzt. Aber ich muss eigentlich gleich aufhören. Ich warte darauf, dass man da Postkarten einlösen kann für Pommes, dann bin ich arm. Liz, ich glaube, das wäre keine gute Idee, sowas zu tun. Ich habe ja massive Probleme mit meiner zweiten Chefin, genau deswegen, wenn sie Kritik äußert, ist das direkt voll der Direktangriff. Ja, das ist scheiße, Mann. Also gerade als Chefin muss man da natürlich dann nochmal, das ist ja noch wichtiger, weil du hast ja Sklaven unter dir. Und da ist das natürlich noch wichtiger, sowas natürlich irgendwie drauf zu haben, dieses Fingerspitzengefühl halt, ne? Schade. Ja, ich glaub, das wäre nicht gut für mich, Liz. Ich sage, was ich denke, deswegen sagt meine Mama immer, ich soll mich benehmen, wenn wir Besuch bekommen. Ja, ne, also wie gesagt, es gibt halt ein too much, ne? Also man sollte nicht alles sagen, was man denkt, in meinen Augen. Aber ja, Feingefühl ist, glaube ich, da einfach das Wort. Ehrlich sein, aber mit Feingefühl. Und auch Direktheit ist toll, aber mit Feingefühl. Nicht sofort ein kleines Arschloch sein und halt eben einfach nur die Gäste beleidigen oder so halt, ne? Das ist halt auch nicht richtig. Das wäre cool, wir sammeln Pommes und könnten die für virtuelle Postkarten ausgeben. Virtuelle Postkarten. Was bedeutet das? Ich habe dich abonniert, aber es wird irgendwie nicht angezeigt. Soll das so? Nee, normalerweise wird es angezeigt, aber vielleicht dauert das einfach ein bisschen. Manchmal verspätet sich das etwas. Linda, ich danke dir von Herzen für deinen Sub. Warte, ich kann ja kurz gucken. Du bist im zweiten Monat, kann das sein? Zweiter Monat, sehr cool. Vielleicht kommt es ja gleich noch durch und es wird angezeigt. Normalerweise wird es angezeigt. Dankeschön für alles. Dankeschön. Ein Küsschen geht raus, wirklich. Vielen, vielen Dank für den Support. Oh, Chat, es sind ein paar Produkte zu teuer. Da müssen wir uns gleich mal eben drum kümmern, wenn wir hier nachbestellt haben. Virtuelle Postkarte. Ja, aber was meinst du mit virtueller Postkarte? Ba, 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 ba.
Also Chat, das ist nicht böse gemeint, aber diese Pommes sind mir einfach nicht wichtig. Und ich habe da auch ehrlich gesagt nicht den Plan für, da noch viel Zeit für auszugeben, da irgendwas für zu machen. Das habe ich als kleinerer Streamer, habe ich das gemacht. Aber mittlerweile sind die Pommes sowas von im Umlauf. Gefühlt, wir haben Leute, die haben Millionen davon. Und ja, also ich denke, damit werde ich mich nicht weiter befassen. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Ich gebe euch auch gerne so mal etwas zurück, aber da habe ich keinen Bock drauf. Weil dann ist das wieder so eine Pflicht, checkt ihr? Da muss ich da dann immer darauf achten, dass ich da irgendwas für einlöse für irgendjemanden, weil er da irgendwas eingelöst hat und so. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe doch nur 86.000, guck mal, Fox einfach 400.000. Junge, das ist wirklich geisteskrank. Ich glaube, Kuhn hat fast eine Mille oder so. Ich glaube, Kuhn hatte das letztens gesagt. Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja. Deswegen ist das etwas schwer, da jetzt irgendwie großartig etwas für zu machen, was ich nicht schleunigst bereuen werde. 650.000 hat Orwin einfach. Boah, das ist aber auch wirklich eine sehr beträchtliche Zahl. Wow. Alter. So. Ich habe zweimal genau bis 5. Also bei mir funktioniert die Scheiße nicht. Es funktioniert einfach nicht. Oder du musst Witze erzählen für Pommes? Nö. ich habe 542.000 und die Millionen sind mein Ziel. Also es will einfach nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Verdammt nochmal. Keine Ahnung. Naja, egal. So, wir müssen die Preise anpassen. Also Preisgestaltung. Wie sieht's denn hier aus? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz alle durch. Wir haben ja Zeit. Nee, haben wir eigentlich gar nicht. Ich laber scheiße, wir haben keine Zeit. Wir müssen aufhören. Okay, hier ist viel zu billig. Können wir noch ein bisschen teurer machen. 4,10 Euro. Das sieht gut aus. Das sieht vielleicht ein bisschen zu teuer. Ein bisschen runtergehen. 4,10 ist okay. 4,11,50 könnte man vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Das sieht gut aus. Das sieht auch okay aus. Da könnte man noch mal ein bisschen höher. 5,80 Euro. Machen wir mal 5,90 Euro. Was steht denn morgen an, wenn man fragen darf? Ich bin morgen arbeiten. Also ich bin morgen Gärtnern. Und ich glaube, das wird auch ein echt längerer Tag morgen. Ich glaube, das sind verschiedene Gärten. Deswegen, also ich glaube zwei dann insgesamt. Mal gucken. Also es könnte auf jeden Fall ein längerer Tag werden morgen. 2,80. 2,50. 3,70. Oh, gehen wir mal ein bisschen runter. Das ist okay, 3,40, 10, ja, ja, lassen wir, das ist auch okay, können wir auch noch ein bisschen höher gehen. Du meinst heute, oh nein, 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 diese Menschen immer. Du meinst wohl heute. Ich kann das nicht. Da wäre es wirklich manchmal praktisch, dass ich andere Menschen einfach hauen darf. Du meinst wohl heute. Junge, Domme hat das immer gesagt bei mir. Ey, du meinst wohl heute. So eine Scheiße. Morgen ist erst, wenn man geschlafen hat. Es ist einfach so. Ganz viele gerade bestimmt liegen im Bett. Nee, das kann ich nicht akzeptieren. Oh Mann. Alter, wir haben so viele Produkte mittlerweile, das ist wirklich geisteskrank, ne? Und wir haben ja nicht mal ansatzweise alle Lizenzen. Also, wow. Also das hier durchzugehen, wenn man alle Lizenzen hat, das muss auch wirklich beschissen sein. Ich glaube, das muss einfach wirklich beschissen sein. Aber wir haben hier wirklich viele Produkte, die sind einfach viel zu billig, lustigerweise. Weil ich mich so lange nicht mehr um die Preise gekümmert habe.
Ich habe schon gepennt und bin wieder wach, deswegen. Ach so. Dann gehen einige Tage bei mir 35 oder 40 Stunden. Ja, dann ist das halt eben so, ne? Oh, okay, die sind viel zu teuer. Wobei, ich glaube, die konnte man aber auch für sehr teuer verkaufen. Aber ich gehe mal runter. Weil irgendein Produkt war viel zu teuer und die haben sich alle beschwert darüber, diese Nudeln. Ja, das Sushi kannst du auch safe auch für 27 verkaufen, oder? Das kannst du auch bestimmt auch für 23 verkaufen. Die könnten so teuer sein, die Krabbensticks. Machen wir mal 9,20 Euro. Okay, aber sonst sieht das doch alles ganz gut aus, oder? Boah, ich habe einen Zahlenschlag langsam. Ich sehe so viele Zahlen. Ich werde heute Nacht davon träumen. Zahlen, überall Zahlen. Preise, Katsching, Katsching. Ich glaube aber, das ist soweit okay. So viele Preise! Hilfe! Okay, ich denke, das kann man so lassen. Ach du Scheiße. Was hat er noch so geschrieben gehabt? Anne, schlaf gut, pass auf dich auf, viel Erfolg morgen, Dankeschön. Abends dann Horror zum Wachwerden. Ja, Chef, also morgen müssen wir dann wirklich gucken, wie wir das mit Stream machen, ne? Also würde ich sagen, machen wir spontan. Ich meine, okay, ich mache eigentlich alle Streams sehr spontan. Aber gucken wir einfach morgen, wie wir das machen mit Stream. Also vielleicht komme ich dann abends nochmal live. Vielleicht bin ich dann eine halbe Leiche, aber vielleicht können wir trotzdem einen geilen Horrorstream machen und ich habe da voll Bock drauf. Oder wir sehen uns dann erst am Sonntag. Aber das gucken wir einfach. Dein Wecker wird morgen nach dem Piep von der Kasse klingen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, stimmt. Wecker einfach, ne? Mit dem Wecker aufwachen. Lättchens, auch noch mit 9 Monaten. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Nabend, auch an dich. Hoffe, dass es dir gut geht. Dankeschön, Dankeschön auch noch für den Support. Okay, Chat, also ich würde sagen, wir hören jetzt hier wirklich auf, weil sonst, wir haben 2:30, es wird immer später und ich bin wieder in der Sucht verfallen. Wir müssen aufhören jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden gespielt. Ich werde da einfach 2 Folgen draus machen. Ich denke, das ist gut, weil sonst wird das wieder zu groß für YouTube. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen, Chat. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, wir konnten cool irgendwie ein bisschen quatschen und ihr habt die Zeit genossen. Ich kann euch, wie gesagt, nicht versprechen, dass wir uns morgen sehen. Es ist irgendwie schön, dem bei der Arbeit zuzusehen. Und ich arbeite einfach nicht und ich sehe nur zu. Das ist irgendwie geil. Ja, ich kann es euch, wie gesagt, nicht versprechen, dass wir uns morgen sehen. Aber ich werde euch natürlich in der WhatsApp-Gruppe auf dem Laufenden halten. Und ja, auch natürlich hier an meine YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein geiles VOD und eine gute Zeit hier. Und ja, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal im Stream, wenn wir irgendwas zusammen cool zocken. Alter, das sind so viele. Das ist einfach eine Armee mittlerweile, diese Einräumer. Einfach eine Armee geworden. Krass. Ich danke euch, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Macht's gut. Küsschen geht raus. Ich muss nochmal eben speichern. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Leute. Ich danke euch. Tschüss. Dankeschön. Tüdelü. Dankeschön, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube.